So, da sind wir dabei. Alien Isolation. Weiter geht's. Wir müssen unseren Aufzug erwischen. Ich habe beim letzten Mal am Ende gegen den Androiden gekämpft. Es war ungefähr so effektiv wie gegen den Wind zu pissen. Ich glaube, das ist ein guter Vergleich. Ich habe relativ viel Munition dadurch verbraucht. Habe jetzt nur noch 4 Patronen im Revolver, eine Shotgun Shell. Aber noch einiges im Flammenwerfer. Von dem her, anzünden ist immer eine Alternative. Die ich auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten sollte. Auch einfach für den Fall, falls ich hungrig werde. So, dann bin ich mal gespannt, was wir hier in dem Bereich finden. Wade hat uns ja voll verarscht. Ripley, Ricardo hier. Sie haben es geschafft. Jupp. Dank Wade. Der ist ein skrupelloses Dreckschwein. Sag ich doch. Und stur. Wenn er jemals auf mich gehört hätte, wäre es nie so weit gekommen. Es ist passiert. Tut mir leid, dass das mit der Abregelung vorhin schief ging. Kein Thema. Sie haben mich am Ende ja noch da rausgeholt. Ich treffe Sie dann im Büro. Ja, Mann. Haben wir schon erwähnt, dass er eine Drecksau ist? Und dumm? Und ein Dreckschwein. By the way. Oh, Waits, ich freue mich schon auf meine Rückkehr. Bin mal auf sein Gesicht gespannt, wenn ich ihm dann wieder gegenüber trete. Komplett unversehrt. Ein paar Kratzer vielleicht, aber im Großen und Ganzen geht's Ripley ja auch noch ganz gut. Wir müssen uns auch noch nicht so oft spritzen. Von dem her, scheint in Ordnung. So soll es auch bleiben. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh Gott, du siehst nicht gut aus. War ein langer Abend. Elektroschokoladung. Oh, ich habe gerade Schrot gelesen. Nein, Schrott. Verdammte Scheiße. 15 Schrotkugeln wären natürlich nice. Könnte ich hier wildwichsen im Gang rumballern. Und danach noch einen Schützenverein gehen. Weltraumschützenverein. Oh Mann. Was zur Hölle? Was bist du für ein... Okay. Lass ich jetzt einfach mal unkommentiert und geh weiter. Ich muss da lang. Was ist denn da los, Mann? Lass doch die Scheiße stehen, Alter. Guck, dass du hier rauskommst. Das ist ein bisschen wichtiger. Lass mal kurz gucken. Ich bastel mir noch ein Medikit. Warum auch nicht? Bin mir relativ sicher, dass wir hier wahrscheinlich welche brauchen werden. Granate, Rohrbombe. Ich habe noch nie eine Rohrbombe gebaut, glaube ich. Mache ich jetzt erstmal auch nicht. Oh, die haben mich gesehen. Das ist blöd. Nope. Wie wär's mit Fuck you? Ach, da kann er gar nicht durchschießen. Das Trottel. Strom wiederherstellen. Okay, öffnen Sie die Sicherheitsgitter der Galerie. Oh, ist doch ein Robo-Ding. Hallo. Der hat sogar ein Gesicht. Das war ein freundlicher Roboter. Ich blende den Typen einfach aus. Ich folge ihm mal. Der Robo scheint zu wissen, wo es lang geht. Zumindest mal mehr als ich. Oh, wir gehen hier rein. Ich komme mit. Ich komme auch voll mit. Bitte lass die Tür kurz auf. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Was? Nee. Ich bin nicht so eine. Wenn ich am ersten Abend mit dem Robo im Bett landen. Mal ganz kurz Batterien in die Taschenlampe reinmachen. Kann ich die ja auch mitnehmen. Und ich kann auch eine Kugel reinpacken. Sehr schön. Ich glaube, da muss ich auch lang. Wie gesagt, Strom scheint es hier in dem Bereich nicht so wirklich zu geben. Rar gesät. Einfach mal gucken, ob wir hier irgendwo ein Terminal finden oder ein Netz, mit dem wir Strom fangen gehen können. Aale. Elektrische Aale wäre auch ein Versuch wert. In einem Kinderschwimmbecken oder so. Und dann irgendwas mit einer Kartoffel. Funktioniert. Science. Was ist das denn? EMP Version Nummer 2. Nicht schlecht. Habe ich zwar auch noch nie benutzt, aber... Könnte vielleicht ganz gelegen kommen. Oh, Omega. Arg viel weiter könnt ihr sie auch nicht erhöhen. Würde ich jetzt mal meinen. Außer ihr habt ein ganz komisches Alphabet. Ich habe schlechte Nachrichten. Etwas stimmt nicht mit den Androiden.
Mit den Androiden stimmte was nicht, seitdem ich hier angekommen bin. Wollte gerade sagen. Sie haben ihre Posten verlassen. Ich habe eben einige von ihnen in einem öffentlichen Bereich entdeckt. Das ist nicht normal. Super. What? Auf sich auf. Die gehen einfach mal steil hier? Machen einfach mal Party und verprügeln Leute? Ah, oh, super. Okay. Ich meine, das machen sie die ganze Zeit schon. Die meisten. Wobei, wir haben auch ein paar nette. In Anführungszeichen nette Syntheten kennengelernt. Die dann auch ein bisschen hilfreich waren. Stellenweise zwar in Flammen aufgegangen sind, aber das passiert eben, wenn man mit mir rumhängt. Hä, ja, so eine Scheiße passiert immer. Kannst du machen, was du willst. Kannst du so sicher sein wie möglich, am Ende des Abends brennt irgendeiner und dann war es ich wieder. Sorry, wenn du nicht gucken kannst, wo du hinläufst. Ich bin nicht dein Babysitter. Ich muss gar nicht hier lang, aber ich gehe trotzdem hier lang. Vielleicht gibt es irgendwo Ammo für mich. Ammo? Oh, ja, das ist gut. Das ist gut. Schrott und... Jawohl, Pumpgun Shell. Wunderbar. Zwar nur eine, aber besser als gar nichts. Also wie Bindemittel. Also ich habe mittlerweile eigentlich gemerkt, dass Taschenlampe nicht so wirklich rar ist. Also Taschenlampenbatterien kriegt man immer wieder und ich brauche es auch nicht so oft, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich meine, es ist schon stellenweise extrem dunkel, aber ja, einfach... Man macht aber einfach auf sich aufmerksam und das ist dann halt auch nicht so geil. Ich glaube, hier war ich doch schon. Ich benutze mal den Hebel hier. Schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Bin ich mal gespannt, was die Syntheten hier für eine Party feiern. Oh. Wo wir von Party sprechen. Haben die ein Bier oder so? Das war nicht so schlecht. Ich habe irgendwie schon ein bisschen Brand. Aber nicht irgendwie so ein kleines Lagerfeuer, das ist eher so ein Waldbrand. Deswegen ist es schon ein bisschen dringend. Kaffee ist auch okay. Es muss nicht mal Alkohol sein. Irgendwas. Nein. Apropos Brand. Kann Ripley eigentlich brennen, wenn ein Gegner brennt und ich dann noch danach draufschlag? Fragen über Fragen. Testen wir es einfach mal. Irgendjemand muss Aufzeichnungen hinterlassen und ich weiß nicht... Ich kam vor einigen Monaten hierher, um über den Zusammenbruch eines Traums zu schreiben. Das Schiefgehen einer Zukunft. Ich habe die Menschen hier als bloße Fußboten zu meinem Artikel angesehen. Etwas Herzzerreißendes. Wait, Ripley hier. Was ist mit den Androiden los? Ich habe keine Ahnung. Und was ist mit der Änderung der Gefahrenstufe? Verdammt, ich habe keine Ahnung. Ich versuche Samuels zu kontaktieren. Vielleicht weiß er, was zum Teufel Apollo hier anstellt. Ich hoffe mal, Samuels ist nicht Party machen mit den Androiden hier irgendwo. Hat seinen lang vermissten Bruder wieder gefunden. Es muss gefeiert werden. Strangulier die Alte. Ich weiß ja nicht, wie Androiden feiern, aber so stelle ich mir das vor. Das ist ein guter Abend für die. Wunderbarer Dienstag. Noch irgendwas, was mich interessieren sollte? Nicht so wirklich, okay. Das interessiert mich. Strom aktivieren. Wunderbar, okay. Wir können zurück zum Marshallbüro gehen. Was ist da draußen los, Mann? Oh, shit! Oh, fuck! Okay, das ist so ein Typ. Das ist so ein Typ. Oh, what the fuck? Wer bist du denn? Oh, shit, das ist ein Synthet! Das ist ein Synthet! Ja, Mann! Du kannst die volle Kanne anzünden. Oh Gott, ich zünde ihn auch an. Es tut mir leid. Fuck! Nicht mal brennen kann man draufschlagen bei denen. Fuck! Okay. Wie mich geslappt hat. Mit der Ringhand von links unten nach rechts oben. Okay. Das ist nicht die beste Idee, einfach nur mit dem Flammenwerfer ranzugehen und zu erwarten, dass sie draufgehen. Ich habe keine Ahnung. Und was ist mit der Änderung der Gefahrenstufe? Verdammt, ich habe keine Ahnung. Ich versuche Samuels zu kontaktieren. Vielleicht weiß er, was zum Teufel Apollo hier anstellt.
Okay, müssen wir uns was Besseres überlegen. Ich hatte auch nicht mehr wirklich so arg viel Energie, von dem her sollte ich vielleicht erstmal ganz kurz ein Medikit benutzen, bevor ich dann da rausgehe. Die sind aggro, Mann. Die gehen wirklich steil. Ich soll mal reinkommen und mich slappen. Ich habe 3 Pumpkin Shells. Und ich versuche sie zu nutzen. Oder, was ich auch machen könnte, ich könnte eine EMP-Mine benutzen. Ich lasse mal nochmal eine neue bauen. Sie damit dann erstmal auf den Boden zwingen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Das ist 2. Das ist 2. Ja, Mann. Boah, Alter, die Kombo, Mann. Die heftige Kombo. Und du auch noch. Fucker. Ich glaube, der ist gleich wieder da. Jawoll. Haha, sehr gut. Das hat wunderbar funktioniert. Lass mal alles mitnehmen, was ihr dabei habt. Revolvermunition auch noch. Ist hier noch irgendjemand kalt gemacht worden, bei dem ich irgendwas abstauben könnte? Ey, du! Wer zur Hölle bist du? Ah, shit. Was für eine Zeit, um am Leben zu sein. Oh, hey. Noch jemand. Na schön. Ich geh mal hier lang. Ich glaube, da muss ich auch lang. Wow! What the fuck? Oh shit! Agro-Typ, Mann! Geh mal! Könntest du mir. Danke! Das war ein fucking Headshot! Ich bin nicht interessiert! Jetzt verdammt nochmal! Apollo hat die Androiden losgelassen und sie greifen bei Sichtkontakt an! Ich hab keine Ahnung, was zum Henker hier los ist! Die reagieren nicht nur auf unbefugtes Betreten! Es ist, als würden sie. Jagen. Wen? Jagen. Und alles. Was soll das heißen? Bereithalten. Danke für den Tipp. Als hätte ich das nicht schon selbst bemerkt. Wir sind am Jagen also, ja? Relativ erfolgreich, wenn ich mich so umschaue auf jeden Fall. Da ist gar nichts drin. Was für Trolle sind das denn? Shit. Warte mal, es kann auch einer von den Überlebenden sein, die da oben am Chillen waren. Weil ja, Weltraum chillen, eben. Wenn die Scheiße schon lange den Ventilator getroffen hat. Also erwartet keine großartige Entspannung. Ladung. Oh, shit! Alter! Oh, komm schon, wer mich tackelt. Das ist ein Fracker. Wo zur Hölle muss ich lang gehen? Ich glaube, ich musste da runter. Ja, kein Scheiß. Ich muss hier runter. Schau mal, wer da ist. Okay, schauen wir uns mal die. Oh, fuck. Sollte vielleicht auch treffen. Goddammit. Sagt der Typ, der mich wirkt. Zumindest staggert sie ihn für einen kleinen Moment. Okay, 2 Shells brauche ich, um zu sterben, wie es aussieht. Kommt der hier raus? Ah, hier geht's rein. Okay. Alles gut, keine Panik. Kam gerade irgendjemand näher. Das Problem ist, ich höre bei dieser lauten Musik gerade eben auch nicht wirklich den Bewegungsmelder piepen, wenn wirklich jemand mal in der Nähe sein sollte. Also selten, dass es wirklich mal so einen Hintergrund-Soundtrack gibt wie hier. No entry. Ich glaube, ich will da gar nicht rein. Ich
scheint auf jeden Fall der richtige Weg zu sein. Aber es ist mal eine nette Abwechslung auf jeden Fall. Und der Soundtrack ist auch gut. Auch wenn er mal ein bisschen schneller ist. Und es nicht so auf die Atmosphäre ankommt, sondern... ja, auf den Kick, sag ich jetzt mal, um so schnell wie möglich hier raus. Verdammte Androiden! Und wo ich es ausgesprochen habe, ist die Musik zu Ende. Verfügbar, immer hilfsbereit, immer für Sie da. Unsere Synthesen verfügen über ein simples Design. Keine simulierten Emotionen, keine lebensechten Eigenschaften. Sie arbeiten für Sie, damit Sie unbeschwert im Leben leben können. Hiwis, genial einfach, einfach genial. Hiwis, Mann. Was ist eigentlich los mit den Hiwis? Mir wäre es lieber, irgendwie gegen Kiwis zu kämpfen. Gegen kleine, flauschige Vögel? Da hätte ich kein Problem damit. Zur Not könnte ich die einfach stompen. Ich weiß nicht, warum ich es machen würde, aber ich könnte. Okay, ich bin im japanischen Schlafbereich gelandet, wie es aussieht. Kapselhotels, interessant. Sevastopol hatte sie schon damals. So sieht es nämlich aus. Terminal? Oh ja, Terminal. Schauen wir mal, was Interessantes drauf ist. Hilfe! Hey, sind Sie noch da? Warum zur Hölle sind wir nicht auf der Anisidora geblieben? Die haben mich im Labor drüben im Systec-Turm eingesperrt. Holen Sie mich verdammt nochmal hier raus. Aufzüge sind außer Betrieb und überall liegen Leichen rum. Ich bilde mir ein, dass ich es durch die Wände hören kann. Was haben wir denn hier? Ich hoffe, Sie hören das, wenn Sie aufwachen. Ich weiß, dass es Sie mitgenommen hat, als das Teil aus Foster gekommen ist. Aber Sie können trotzdem nicht so einen Mist bauen. Sie haben sich viel zu stark betrunken und den Leuten, die im Einkaufszentrum übernachten, zu viel erzählt. Ich habe Sie davongezerrt, als ich den Blick in Ihren Augen gesehen habe. Wir können nicht wieder dahin zurückgehen. Niemand darf erfahren, dass wir etwas mit Marlow und der Anisidora zu tun haben. Ich komme zurück, wenn Sie wieder nüchtern sind. Die Gefahren einer Menschen von Sebastian. Sehr gut, Pumpgun-Patronen. Kann ich schon 1,5 Hiwis killen, ist auch schön. So, ah, okay. Doch, kannst du mir einen Dollar oder so? Ich weiß nicht, für was ich einen Dollar brauche, aber ich hätte ihn mitgenommen. Okay, hier können wir nicht wirklich durch. Und zur Hölle müssen wir lang. Hier raus und... ja... muss mal kurz auf die Karte schauen. Wir sind zum Marshall-Büro zurück. Wo komme ich denn hier durch? Muss ich irgendwie auf eine andere Ebene gehen? Bin gerade ein wenig verwirrt. Aufzug, Leiter, irgendwas. Seilrutsche von mir aus. Mir doch egal. Ich mach die Scheiße mit. Schau einmal nochmal ganz kurz durch, ob ich wirklich alles mitgenommen habe. Kann man die Betten öffnen? Ah, nee, leider nicht. Ist natürlich mies. Vielleicht haben sie hier irgendwo noch Ammo drin versteckt oder so. Das ist auch irgendwie eine Sache, die ich nochmal ganz kurz checken will. Irgendwie in so ein halb offenes Ding, wo man nicht wirklich reingucken kann, wo man wirklich reinschauen muss. Sich irgendwie nach oben strecken ein bisschen. Nee, nicht so wirklich. Also bis auf die Kiste scheint hier nicht so wirklich viel Interessantes drin zu sein. Schön, von mir aus. Okay. Ich geh mal kurz hier lang. Ich meine, da komme ich her, aber... kann ich hier eigentlich durch? Das war zu, das ist immer noch zu. Andere Ebene. Wer weiß, neue Ebene, neues Glück. Wir probieren's. Ich gehe noch mal ganz kurz nach unten und schau, ob da noch irgendwo eine Tür war. What? Annehmlichkeiten, die Sie von einem Zuhause erwarten können. Solomons Galerie, unser hauseigenes Einkaufszentrum, hat alles, was die Herzen der Besucher und die der Dauerbevölkerung begehren. Nebenan befinden sich unsere Ordnungskräfte im Marshall-Büro, wo sie rund um die Uhr für ihre Sicherheit sorgen. Letztlich hier die nach dem Gründer des Marshalls. In denen die auf der Station lebenden Arbeiter und Familien untergebracht sind und in deren
Interessant. Sag ich doch. Reisende Geschäftsleute aus Japan wahrscheinlich. Leute, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut rein. Wir schauen beim nächsten Mal wieder bei den Marshalls vorbei. Und polieren Waits die Fresse. Ist ein guter Plan, finde ich. Sollten wir auf jeden Fall mal durchziehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Schreibt einen Kommentar. Bis dahin. Haut rein.